Hallo Leute, hier ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau und heute stelle ich euch meinen 3-Jahreszeiten-Schlafsack vor, den Snackpack Elite 4. Der ist also bis minus 10 Grad Komforttemperatur. Wenn euch interessiert, ob der was ist oder nicht und wie er sich im Vergleich zum Carinthia Defense 4 schlägt, mit der Challenge hinten dran, dann bleibt einfach dran. Mein Winterschlafsack ist der Elite 4 von der Firma Snackpack. Der Vorteil an dem ist, er ist bis minus 10 Grad Komforttemperatur hat er und er hat ein paar nette Features dabei. Unter anderem ein EPS-Erweiterungssystem. Hier kann ich also den Schlafsack um 30 cm erweitern, um ihn richtig gemütlich zu machen. Ist es aber sehr kalt, dann kann ich dieses EPS auch wieder wegnehmen und habe dann nicht so viel Luft im Schlafsack zu erwärmen, ist aber dann natürlich auch nicht mehr so bequem. Also muss man sich anschauen. Aber es ist natürlich ein Riesenvorteil, dass ich hier die Größe und die Wärme einstellen kann. Der Snackpack Elite 4 ist ein Mumienschlafsack. Das heißt natürlich, ich kann das Kopfteil an mich anpassen. Das ist also genauso gepolstert wie der Rest, weil über den Kopf verliert man ja doch sehr viel Wärme. Er hat natürlich hier so einen Zipper zum Zuziehen. Und was er auch noch hat, und das ist super, das ist ein sehr dicker Wärmekragen. Im Winter, wenn man keinen Wärmekragen nicht dran hat und man bewegt sich da drin, dann habe ich das letztes Jahr erlebt, da hatte ich noch keinen solchen Wärmekragen, dann kommt da ganz schnell die kalte Luft rein. Innerhalb von 1-2 Sekunden ist der Schlafsack eiskalt und ich muss mich wieder von vorne erwärmen. Da die Firma Snackpack fürs englische Militär produziert, hat also der Elite 4 etwas, was Militärschlafsäcke haben, und zwar, er hat einen stiefelgerechten Innenraum. Man sieht also, hier ist ein anderes Material, das ist speziell wasserabweisend und nochmal stabiler, sodass man hier mit den Stiefeln seinen Schlafsack nicht kaputt macht. Die Reißverschlüsse des Snackpack lassen sich in aller Regel sehr gut öffnen und schließen. Manchmal hackelt es ein bisschen, aber in aller Regel funktioniert das relativ gut. Was ein tolles Feature ist, sind hier diese beiden D-Ringe. Das heißt, ich kann hier mit den unteren zwei Haken, die kann ich hier einhaken und damit kann ich den Schlafsack hochmachen. Das hat erstens den Vorteil, wenn ich jetzt eine kleinere Person bin, brauche ich nicht den ganzen Schlafsack erwärmen, sondern kann den kürzen. Und der zweite Vorteil, wenn ich mal nachts raus muss, dann mache ich einfach den Reißverschluss unten auf, stecke meine Beine raus und durch das, dass der so hoch ist, kann ich also wunderbar damit draußen rumlaufen und kann dort meine Geschäfte verrichten, ohne dass ich aus meinem Schlafsack raus muss. Hab das also mal getestet beim letzten Mal und ich muss echt sagen, das war toll, weil du musst dann nicht in den kalten Schlafsack rein, sondern du hast deine Decke gleich mit dabei. Also mitunter das beste Feature an dem Elite 4 ist definitiv das EPS-Erweiterungssystem, weil das ist erstmal dehnbar, man hat richtig schön Platz. Und es hat aber auch einen Nachteil, und zwar, das hat keinen Wärmekragen und der Reißverschluss unten, da ist auch nichts mehr dort. Das heißt, hier könnte man zum Beispiel bei minus 10 Grad durchaus eine Kältebrücke kriegen. Also müsste man das wahrscheinlich bei minus 10 Grad wegmachen. Genau. Was man allerdings machen kann, ist oben den Klettverschluss so zu machen, als wäre das EPS gar nicht drin, und dann sieht man, dann stülpt sie das nach innen. Das heißt, hiermit wäre das Thema Wärmekragen schon mal erledigt. Bleibt nur eben noch die kleine Wärmebrücke unten am Reißverschluss. Also, man hat in dem Snackpack Elite 4 mit dem EPS-System, das ich jetzt hier voll ausgefahren habe, wunderbar Platz, wenn man das mal so anschaut. Man sieht also, hier ist reichlich Platz hier drinnen, sodass ich auch, wenn ich das EPS-System jetzt rausnehmen würde, mache das jetzt mal vereinfacht, dann habe ich natürlich schon wesentlich weniger Platz da drin. Also von dem her tolle Geschichte. Der Elite 4 hat für einen Winterschlafsack ein sehr kleines Packmaß. Im Gegensatz zum zum Beispiel Carinthia Defense 4 hat also hier nur ein Packmaß von 24 bzw. 25 x 27 cm. Und das ist natürlich schon sehr klein. Gehen wir nun zu den technischen Daten des Elite 4. Er hat eine Komforttemperatur von minus 10 Grad und eine Extremtemperatur von minus 15. Würde ich aber nicht ausprobieren. Er hat eine Länge von 2,20 Meter und eine Breite oben von 75 cm. Und unten steht zwar hier 32, hat aber 45 cm. Also ist noch zu machen. Und ein Gewicht hat er von 1950 Gramm.
Obermaterial besteht aus 100% Ripstop Nylon Paratex Steel Plate. Ist also stark wasserabweisend, habe ich gerade am Wochenende wieder festgestellt, als das Zelt klatsch nass war. Und der Außen, der war nass, aber es hat null gemacht. Also der ist wirklich stark wasserabweisend. Innenmaterial ist 100% Nylon Paratex Light. Das ist atmungsaktiv und antibakteriell beschichtet. Und die Füllung besteht aus 100% Polyester, silikonisiertes Kunststoff. Faser, Softie nennt sich die, und da drinnen ist mit metallbedampfter Reflektor Thermschicht. Also ich vermute mal so Art wie bei der Rettungsdecke, das quasi die eigene Hitze reflektiert. Was für mich auch noch ein Vorteil ist, ist definitiv, dass er seitwärts offen öffnenbar ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel im Sommer einmal gut durchlüften, weil ich kann ja den beidseitig öffnen, ich kann also nur mal unten öffnen. Das habe ich also bei plus 10 Grad am Berg gemacht. Und das war natürlich super, weil da kann man sich genauso anpassen, wie man braucht. Ich habe euch ja noch versprochen, dass ich zum Schluss einen Vergleich ziehe zwischen dem Carinthia Defense 4 und dem Snackpack Elite 4. Wir gehen die Daten mal durch. Also die Länge beim Snackpack ist 2,20 Meter, ist aber auch kürzbar. Beim Defense ist es zum Beispiel beim großen 2,30 Meter. Die Breite beim Defense ist 87, beim Snackpack 75. Das Gewicht ist ungefähr gleich, 1950 beim Elite und 2000 beim Defense. Die Komforttemperatur ist beim Elite minus 10, beim Defense sogar minus 15 und extrem ist minus 15 und beim Defense steht hier minus 38, ist auf alle Fälle mehr. Dafür ist das Packmaß vom Defense wesentlich größer, das ist nämlich 25x38 anstatt 24x26. Und was natürlich der größte Unterschied ist, ist der Preis. Der Defense kostet um die 185 und der Snackpack 120. Hier mal zu den Features des einzigen. Was beide haben, sie sind also beide stark wasserabweisend. Wir haben es also jetzt getestet am Wochenende. Einmal ich und mein Spätzl hatte den Defense 4 dran. Daher auch unser Challenge. Gehen wir aber vorher noch die Features durch. Was der Vorteil vom Elite 4 ist, meines Erachtens, ist der Wärmekragen. Der fehlt beim Defense. Ich konnte ihn hochklappen, um damit rumzugehen. Er ist seitlich öffnenbar, was ich einfach besser finde als beim Defense, den man nur oben öffnen kann. Weil wenn es nämlich so ist wie am Wochenende mit dem Moor, mit dem Nebel und es tropft dann von oben runter, dann tropft es mir halt direkt in den Schlafsack rein und wenn ich ihn seitlich öffnen habe, eben nicht. Und ich konnte natürlich dadurch im Sommer schätzung Entlüftung hernehmen und habe einen Kondenswasserschutz trotzdem noch. Was der Vorteil vom Defense 4? Ich kann im Alarmfall aufreißen, das klappt also mit dem Elite nicht. Dann noch kurz zu unserer Challenge, die war also, wir waren am Wochenende, wir haben im Moor genächtigt. Moor ist natürlich immer sehr feucht, wir hatten fast 70% Luftfeuchtigkeit, es hat leicht geregnet und es war neblig, also die Tarps waren am Morgen innen komplett nass. Und wir haben aber gesagt, es hat minus 1 bis minus 2 Grad in der Nacht gehabt. Und wir haben gesagt, wir gehen da rein nur in Unterwäsche, also Unterhose und T-Shirt, sonst nichts. Und haben das beide Schlafsäcke, haben aber diese Challenge wunderbar gemeistert. Also da gab es keinen Unterschied. So, also mein Fazit zum Snackpack Elite 4. Wer also einen Winterschlafsack sucht, wer mit bis minus 10 Grad auskommt, mit einem relativ kleinen Packvolumen und mit einem vernünftigen Gewicht zum sehr anständigen Preis, für 120 Euro gibt es den zum Erwerben, da muss ich sagen, der macht mit Snackpack Elite 4 definitiv nichts falsch. Mit den ganzen Vorteilen, wie er hat, mit dem EPS-System, dass er schön gemütlich ist. Ich habe den jetzt bis minus 3 Grad getestet, bei plus 10 Grad, ich muss echt sagen, sehr angenehm, wird schnell warm, top. Also von mir eine klare Kaufempfehlung. So, das war's dann wieder von mir. Ich sage ciao, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Würde mich über ein Like freuen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und sonst sage ich einfach ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau.